Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und ich bin vor 10 Jahren aus Deutschland ausgewandert. Und heute möchte ich euch so alltägliche Ausdrücke nahelegen, die man hier in Australien und auch in England tagtäglich hört und die dir so im Schulenglisch nicht beigebracht werden, weil als ich nach England gezogen bin, habe ich sehr viel gelernt, dass die in der Schule halt einfach nicht beigebracht worden ist. Lass uns starten. Das erste, was dir auffallen wird, wenn du in ein englischsprachiges Land ziehst, ist das Hi, Hello und How are you? Hier ist es gang und gäbe, dass wenn du jemanden grüßt, dass du sagst Hey, how are you? Oder Hi, how are you? Und am Anfang habe ich immer gesagt Yeah, I'm okay, how are you? Und ich würde halt immer die Frage zurückfragen, aber sehr selten eine Antwort kriegen und Leute sind meistens überrascht, wenn man sie zurückfragt. Da muss man sich echt dran gewöhnen, weil du wirst dir denken, diese fremde Person, was will die von mir? Das könnte man sich in Deutschland halt echt nie vorstellen, ne? Das zweite, was ich hier gelernt habe, war sorry. Hier wird sorry für fast alles benutzt. Du verplapperst dich, du sagst sorry. Wenn du auf der Straße läufst und einer in dich reinrennt oder du jemand aus dem Weg läufst, dann sagt man sorry. Sorry ist halt hier, keine Ahnung, das ist so ein alltägliches Wort, das man hier um sich wirft. Natürlich, wenn du dich wirklich bei jemandem entschuldigst, dann sagst du I'm very sorry. Aber da benutzt du einen anderen Ton. Wenn jemand in dich reinrennt und sorry sagt und du nicht die Person bist, die sorry gesagt hat, dann sagst du normalerweise oh no worries, it's alright oder don't worry about it. Das ist auch so ein Ding, was man jemandem sagt, wenn sich die Person nicht Gedanken machen muss. Wenn ich mit meinem Kumpel Kaffee trinken gehe und er bezahlt für den Kaffee, dann sage ich, oh, ich kaufe dir den nächsten oder warte, ich bezahle dir das zurück, dann sagt er meistens don't worry about it, no worries oder irgendwas sowas. Das bedeutet sozusagen, mach dir keine Gedanken, klar, geht schon klar, mach dir keinen Kopf oder it's alright. Das ist im Grunde, kann man das, kannst du no worries und it's alright oder don't worry untereinander auswechseln und benutzen, wie es dir gerade passt. Das nächste ist excuse me und excuse me wird meistens benutzt als entschuldigen Sie bitte oder Entschuldigung, wenn du jemand im Laden ansprechen möchtest oder irgendjemand ansprechen möchtest, egal wo du bist. Oder im Supermarkt, wenn du an ein Produkt kommen willst und die Person steht direkt vor dem Produkt, kannst du sagen, excuse me, und dann drängelst du dich durch. Der nächste Ausdruck ist I appreciate it. Das heißt sozusagen, ich schätze es, wenn ich jemand berät. Wenn dir ein Freund oder Freundin einen Ratschlag gibt oder jemand ehrlich mit dir ist, indem er seine Meinung dir sagt über dich oder irgendjemand anders da oder jemand dir hilft, dann sagst du, oh, thank you, I appreciate it. Das ist sozusagen ein Ausdruck, dass man wertschätzt dem anderen seine Meinung. Wenn du in einem Laden bist und jemand kommt auf dich zu und dir helfen möchte, dann fragen sie meistens, you alright? Are you alright? Bedeutet so ein bisschen, kann ich dir helfen? Oder brauchst du irgendwelche Hilfe? Natürlich würden dich Leute auch fragen, oh, do you need help? Are you looking for something? Suchen sie was Bestimmtes? Das gibt's natürlich auch. Das ist mehr so eine höhere Redensart. You alright ist so ein gang und gäbe alltägliche Redensart. Ein Wort, das ich immer sage, das ihr vielleicht sehr oft in meinen Videos schon gehört habt, ist anyway. Anyway heißt wie auch immer oder ist egal. Wenn du irgendwas erzählst und dann schweifst du ab und dann wieder, um wieder zu deinem Punkt zurückzukommen, sagst du, oh, anyway. Ein Ding, was mir sehr aufgefallen ist und besonders als Deutsche, ist zwei kurze Wörter, die heißen I'm good. Auf Deutsch übersetzt heißt das, ich bin gut. Ich hatte eine deutsche Freundin hier, die ist mittlerweile zurück nach Deutschland, leider. Aber ich war bei ihr zu Hause und wir hatten Drinks und Snacks und sie hatte mir halt dann nochmal ein Aperol oder sowas angeboten und dann hat sie mich auf Deutsch gefragt, ah, magst du noch einen? Und ich habe ihr dann auf Deutsch geantwortet, ich bin gut und sie so, ah ja, bist du gut? Ich lache darüber, weil das eigentlich sehr witzig ist, wenn man hier lange lebt als Deutscher und anfängt, englische Ausdrücke auf Deutsch zu übersetzen, ist das einfach nur super witzig. So, falls dir jemand was anbietet und du möchtest das ablehnen, dann sagst du no thanks, no thank you oder thanks, I'm good.
ein Ding, was mir auch sehr aufgefallen ist und was ich echt lernen musste, aber mir ist halt auch aufgefallen, nicht jeder benutzt das. Wie im Deutschen gibt es ja, wenn dich jemand was fragt und du hörst das nicht, dann sagst du was. Und was ist ja sehr unhöflich. Und dann gibt es ja die höfliche Art und Weise, das ist wie bitte. Und das gibt es halt im Englischen auch. Man sagt nicht what, du sagst pardon oder pardon me. Das bedeutet wie bitte, kannst du das nochmal wiederholen. Und als meine Freundin das erste Mal zu mir gesagt hat, pardon oder pardon me, nicht so, what? Und sie hat englische Literatur studiert, also sie ist aus Irland und die hat mir das dann halt alles erklärt. Sie hat mir echt viel beigebracht. Zu Freunden sagt man hier mate, pal, oder wenn es ein Typ ist, dann sagt man lad oder buddy. Das musste ich auch sehr erst lernen, dass friend nicht der einzige Weg ist, um jemand zu beschreiben. Mate ist sowas wie Kumpel. Das sind so die allgemeinen Ausdrücke, Redensarten, die man hier braucht oder in England braucht oder wahrscheinlich auch in Amerika braucht. Du lernst diese Ausdrücke nicht unbedingt in der Schule oder wann. Du lernst sie vielleicht in der Schule, aber du weißt nicht, wann du sie einsetzen musst. Und wenn du in ein englischsprachiges Land das erste Mal ziehst, wird dir das sehr oft auffallen. Gib mir ein Like und abonniere mich. Folge meinem Instagram, falls du noch nicht meinem Instagram folgst. Ich weiß, es ist privat, aber ich werde alle zulassen, die mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Danke fürs Zuschauen. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Tag oder guten Abend, egal wo du bist. Ich sehe dich in meinem nächsten Video. Tschüss.